Servus und willkommen zurück hier in der Universität für Helden. Wir gehen auf die Jagd nach Ratten, denn wir brauchen Geld, um uns Glücksspiel leisten zu können. Willkommen zurück, eure junge Meister, hier in Gregors Geschäft. Möchtest du etwas kaufen oder vielleicht etwas verkaufen? Vielleicht möchtest du auch noch ein bisschen mit Gregor sprechen. Alles klar, mein Jung. Gute Jagd. So, schau mal, der Wolf ist weg. Die können wir wieder als Wurfgeschoss hernehmen. Können wir uns da vielleicht... da ist eine. Wir haben unser Wurfmesser nicht mehr. Ah, wir sind ja abgehaut. Shit. Rote Dratte, das ist gut. Eine neue Weinflasche. Noch eine. Ah, cool. Wie viel können wir da nehmen? Okay, 3. Na gut. Wieso denn auch nicht? Ja, viel zu laut. Ich weiß, mit Öl wird das wahrscheinlich gehen. Das sind gleich 2. Ich würde die gern einzeln haben. Versuchen wir es mal. So, was passiert? Eine kommt hier. Eine ist gut. Ah, da kommt die zweite. Und die dritte. Mal weg, wenn wir endlich dran sind. Sehr schön. Bam. Oh ja, minus 13, das ist gut. Und die auch noch. Bam. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Da ist nichts mehr. Und die Flaschen sind hin, oder? Okay. Dann holen wir uns mal neue Flaschen. Können wir jetzt mehr nehmen? Tatsächlich. Okay. So, was haben wir denn hier? Barrel Group, Bottle Rack, To the Rack Room. Schauen wir mal. Eine. Ich würde gerne die Kamera drehen. 2. Ich sehe 2. Wie schauen wir denn aus? 23, ja, da geht noch was. Bisschen mitgenommen sieht er aus. Bams! Ja, dass wir das Wurfmesser verloren haben, ist schon doof. So, sehr gut. Da war noch eine. Da ist sie. Zack.
Sonst gibt es da wirklich nichts, oder? Oh, noch eine. Wo kommt denn hier, wenn man her? Ah, ein Bäcker. Was sagt uns das im Inventar? Ein feinen Dagger? Ein Dagger, ein feinen Dagger? Bringt uns der mehr? Sind wir jetzt stärker? Können wir vielleicht beide? Nö, geht immer noch einer. Okay, ein feiner Dagger bringt mehr. Oder kann man verkaufen? Ich weiß es ja nicht. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie. 15, ne, ja, sind schon ziemlich mitgenommen aus. Oil the hinges. Wir haben kein Öl. Open the gates. It's locked. Pick the lock. Oh, sind wir nicht gut genug? Okay, dann sind wir hier fertig. Wo geht's denn hier hin? Weinpresse. Okay, wir haben noch nicht die Skills. Wahrscheinlich eh besser. So können wir das hier aufmachen. Dop, wir flüchten. Vier, da kommt noch einer, da hätten wir keine Chance gehabt. Da hätten wir keine Chance gehabt, nicht. Da sind wir down and out. So, salut. Wie viel bekommen wir jetzt? 14. Das heißt, zusammen mit dem Küchendienst heute Abend haben wir dann schon 50. Das ist gut. Jetzt lassen wir uns mal wieder aufpäppeln von der Schwester. Du bist ernsthaft verletzt. Lass mich dir helfen. 27 haben wir bekommen. Okay, das heißt, heute Nacht pennen und dann geht es uns wieder gut. Alles klar. Dann können wir jetzt noch üben. Wir brauchen bessere Kampfskills. Wenn wir jede Dratte mit einem Schlag bouncen, dann wäre sehr cool. Mit zwei verlieren wir natürlich immer zwei zusätzliche Health-Dingensen. Und wo kann man den Schlösserknacken üben? Da sollte man eindeutig auch noch besser werden. Take that! Okay. Das heißt, das war jetzt schon mal gut. Kommt jetzt 27. Ja. Vorher waren wir noch bei 23. Nochmal geht's nicht, oder? Na. Geht nur einmal am Tag, dann hier noch. Yeah! Sehr gut. Das erste Mal. Dann werfen.
Naja, aber zumindest die Scheibe getroffen. Und er steckt sogar. Und naja. Ja, er ist zufrieden. Wenn er zufrieden ist, bin ich auch. Throwing 39, da sind wir eh schon so weit. Hallo. Und was noch? Kraft ist auch gut. Nein, nicht schleichen. Kraft sammeln. Ah, sie sind jetzt zu leicht. Versuchen wir mal was Heavieres. Okay. Okay, mit dem nicht. Vielleicht damit. Und da sagt er, wir sollen das Rack probieren. Versuchen wir mal die. Ah ja, damit hüpft er. Oh yeah! Alles klar. Perception, okay. Wenn wir das einen Tag nicht trainiert haben, oder wie? Sind wir dümmer geworden? Mhm. Das ist aber auch uncool. So kann man Lockpick natürlich auch üben. Ja. Du mal halt alleine essen, oder wie? Oh, so arm. Alles klar. Dann schnell. Nein, falsch. In die Küche Geld verdienen. Komischen Katze. Yeah, abwaschen. Glühwürmer, wunderbar. Und es bleibt noch ein bisschen Zeit, um herumzuschnurken. Und an Türen zu horchen. Schauen wir mal, was wir oben noch hören können. Ja, die unterhalten sich wieder über dasselbe wie letztes. Der war neu. Okay, habe ich jetzt übersprungen. Kann man noch einmal? Na, nichts Neues mehr. Hier ist noch eine Tür. Ah, das ist die. Die wollen wir gar nicht. Was haben wir denn hier noch für eine Tür? Machen wir mal. Sieht nicht so aus, dann versuchen wir mal das Schloss zu knacken. Okay, das möchte er nicht tun. Wo er nicht ganz Unrecht hat. Denn wenn der Typ wieder kommt, dann gibt es wieder Strafpunkte. Aber eigentlich, wenn unsere Kollegen jetzt nicht da sind... So, wie war dein Treffen mit Esme? Ich denke nicht so gut, oder? Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich habe dich gewarnt, dass man Frauen nicht vertrauen kann. Halt die Klappe! So, was haben wir denn hier? Da hören wir nichts.
auch nichts. Versuchen wir mal, uns sauber zu machen. Ist nie verkehrt. Oh yeah, in meiner Badewanne bin ich Kapitän. So, dann lernen wir noch ein bisschen. Morgen ist wieder Schule. Der pennt schon. Alles klar. Wir studieren noch ein bisschen. Nie verkehrt. Und ab ins Bett. Warum kommt er morgen immer so früh? Das ist ja was alle irgendwie sich denken wahrscheinlich. So, wie ich bereits sagte, heute werden wir uns den Test anschauen, den ihr in der letzten Unterrichtseinheit hattet. Die meisten von euch waren sehr gut in Tests. Es befriedigt mich, dass ich meine Zeit nicht total mit euch vergeude. Ja. Die erste Frage des Quiz war über den Weg der Küchenschabe. Sagt mir, welches Statement war inkorrekt? Was haben wir da geantwortet? Okay, haben wir das jetzt auch gesagt? Die Frage Nummer 2 war, wie kann man Ärger vermeiden? Frage Nummer 3 war, was sind mögliche Schurkenwerkzeuge? Anything can be tool. Alles kann ein Tool sein in der Hand von Schurken. Frage Nummer 4 war, über den richtigen Weg ein Wurfmesser zu werfen. Ich dachte, die richtige Antwort war bei der Klinge, wie sie es demonstriert haben. Ich habe gesagt, dass das Wurfmesser ist. So austoleriert, dass die Klinge der schwerste Part ist. Aber nicht alle Messer sind in diesem Weg designt. Aber wie sollen wir uns an das erinnern aus der Demonstration? Fräulein, nicht das ganze Lernen findet im Klassenzimmer statt. Es sind Instruktionen über Wurfwaffen im Übungsraum, ne? So, gute Dame, da. Da solltest du mal nachschauen, wenn du erfolgreiche Schurkin werden willst, brauchst gar nicht so reinschauen. Alles klar? Nummer 5 war, um quasi Gefahren zu vermeiden. Nummer 6 war das wichtigste Werkzeug eines Schurken. Was kann das sein? Wir heben die Hand. Ja, Herr O'Connor. Das Wichtigste, das ein Schurke benutzen kann, ist sein Hirn. Indeed. Es ist eine Schande, dass manche von euch das Hirn nicht oft genug nutzen. Oh yeah, wir haben... Yeah, das hat er gemacht. Die nächste Frage... Da ging es darum, warum wir nicht über die Schurkenschule sprechen. Die richtige Antwort war, alle 5 und mehr, okay. Okay. Das haben wir dann, glaube ich, falsch beantwortet. Oh, die Antwort, das haben wir, glaube ich, gehabt. Sehr gut. Alles klar. The Boy of the Fledermaus? Excellent marks on the test, Herr Sosi, Herr Kent und Herr Kyro. Okay. Freundin Michael, Sie waren gut.
Okay, er ist beeindruckt, dass wir fähig sind zu lernen. Der Mr. Turk wird disappointed, enttäuscht sein, dass wir den Test bestanden haben. Von 100 haben wir 80 erreicht. Na, das ist doch schon mal nicht so verkehrt. Unglücklicherweise, Fräulein Esma, ihre Anzahl der Punkte war sehr enttäuschend. Wenn Sie nicht etwas tun, um Ihre Noten für den nächsten Test dramatisch zu verbessern, wird es nicht anders möglich sein, als dass Sie durchfallen. Das ist nicht schön. Ich werde es versuchen, Sir. Machen Sie das, Fräulein. Der Rest von euch war gut im Examen. Und ihr habt nun die Möglichkeit für, was ist das? Freifächer euch einzutragen. Erste Hilfe und Wissenschaft, okay. Für die, die in den mystischen Elementen Talente, Begabung zeigen, wie Sie, Herr Connor, können auch so einen Basis-Magie-Kurs belegen. Ah, cool. Naja, dann nehmen wir ganz klar Magic. Nightwing, 3 Uhr Nachmittag, alles klar. Dann haben wir jetzt aber schon einen ziemlich heftigen Stundenplan. Jetzt können wir noch eine Stunde üben. Lass dich nicht vom Meister runterziehen, Esme. So, du hast einen Test verkackt. Du wirst das nächste Mal schon besser werden. Ja, ich glaube auch, wir können sie jetzt doch vielleicht noch ein bisschen aufheitern, oder? Wen scherz, ob du weißt, was Fledermaus-Dingensen ist. Du hast die Fähigkeiten, um eine großartige Schurkin zu werden. Diese Fähigkeiten werden mir nicht helfen, wenn ich von der Schule fliege. Wenn ich von der Schule fliege, habe ich zu meinen Leuten zurückzukehren. With tail tucks between legs? Okay. Ja, wir sagen was, um sie aufzumuntern. Du solltest mit dem Meister über den Test reden. Zeig ihm, was du kannst. Zeig ihm, dass du das Zeug wirklich kannst. Ich bin mir sicher, der Meister weiß, worum es geht. Mit dem Meister sprechen? Mit dem Meister sprechen? Niemals. Es ist das Beste, seinen Mund zu halten und den Kopf... Kopf und Mund zu halten. Dann wird der Meister vielleicht meine Fehler vergessen. Ich glaube nicht, dass der Meister irgendwas vergisst. Außerdem, du bist eine Kämpferin. Aber ist es nicht besser, kämpfen unterzugehen, als einfach aufzugeben? It's the best not to fight if it's the best nicht zu kämpfen, wenn man nichts gewinnen kann. Aber das wirst du nie wissen, wenn du es nicht versuchst. Vielleicht hast du recht. Yo, Baby. Natürlich habe ich recht. Eine Runde Kampf. Yeah. So, und jetzt in diesen Nidowing. Ah, da kann man rauszoomen. Ha, das macht natürlich Sinn. Macht auch im Kampf Sinn. Aber das werden wir in der nächsten Episode sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.